Ich will euch jetzt zum Schluss mit meiner Familie ein Lied singen. Das Lied kennt ihr vielleicht schon in sich, aber ich habe es gemäß angepasst auf den heutigen Tag. Und da fasse ich nochmal das Wichtigste zusammen. Und während wir dieses Lied singen, bitte ich von ganzem Herzen all diejenigen, die diesen Ruf jetzt annehmen können, einfach hören können und spüren, das ist die Wirklichkeit, von der wir hier reden. Dass ihr euch während meinem Lied auf die Füße stellt, wirklich als Zeichen, da bin ich dabei, da lasse ich mich mit einschulen, da lasse ich mich weiter fördern, da will ich mit hineinwachsen. Und am Schluss stehen wir auf und dann will ich euch für euch beten und das festmachen vor Gott, dass wir miteinander den Weg gehen und zwar wirklich verbindlich, in einer verbindlichen Dienstgemeinschaft. Seid ihr da einverstanden? Also wir singen das Lied vom Strom, das Mitfließen mit dem Strom, das ist die Zusammenfassung dessen, was vielleicht das Wichtigste war in dieser Botschaft überhaupt. Ich singe es zusammen mit meiner Familie, mit Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen und dann hier mit Massabel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr bereit? Nicht irgendein Ding ist es, was ich brauch, denn nur das ist wahre Lebensqualität, wo wir fließen, vereinigt im Strom. Nicht Mangel, nicht Not, nimm sie weg von mir, nicht irgendein. Ich lieb dich, auch ich dich, ich helf dir von Tag zu Tag mehr. Ich such dich, ich brauch dich, ich fühl dich, ich spür dich von Tag zu Tag mehr. Nicht äußeres Geschick und Glück macht sie aus. Kein Crash, keine Geldnot löschen sie aus. Denn nur das ist wahre Lebensqualität, wo wir fließen, vereinigt im Strom. Ich folg diesem Strom. Oh, ich brauche ihn. Komm zum Lebensstrom und berühre ihn. Fließ auch du mit uns mit und vertraue ihm. Der Strom fließt von Tag zu Tag mehr. Das Leben fließt Tag für Tag meine Familie.
Alles Menschen, die seit Jahrzehnten mit uns an der Front stehen, die Zehntausende von solchen Krisen, wie wir sie heute jetzt gehört haben, durchgestanden haben, die von Gott immer wieder begnadigt wurden durch all diese schweren Nöte drin. Das sind die Menschen, die jetzt euch gesungen haben. Gut, jetzt möchte ich so halten, alle, die jetzt wirklich bereit sind, in der Verbindlichkeit von dem, was wir geredet haben, mit uns zusammen diesen Kampf zu bestehen. Und diesen Kampf, ich sage es nochmal, den haben nicht wir angezettelt. Armageddon läuft mit oder ohne uns, mit oder ohne den Christusleib, ohne diesen Organismus. Wenn kein dagegen ist, wird es uns wegfegen, wie es schon begonnen hat. Ja. Wenn wir nur an 5G denken, wir brauchen jede einzelne Kraft, jeden einzelnen, jedes Organ, ja, weltweit. Wir möchten uns vermehren, wirklich, bis wir das im Griff haben, bis wir all diese Systeme unter den Füßen haben, die uns jetzt gerade unter die Füße bringen und zwingen wollen. Ich kann das nicht alles wiederholen. KlarTV sagt alles, S&G, ACK, könnt ihr überall sehen. Es sind keine Fantasien. Es ist der Kampf, der läuft, mit oder ohne uns. Aber ich möchte dabei sein in diesem Kampf. Und ich sage, jeder, der jetzt sitzt, mag damit bezeugen, ich bin nicht dabei, ist deine freie Wahl. Ihr könnt auch hingehen, euch ausbilden lassen, wo ihr wollt. Ihr braucht nicht OCG zu werden in dem Sinne. Nur die Fakten bleiben die gleichen, die Gesetzmäßigkeiten bleiben die gleichen. Und ich kann euch versichern, OCG ist als Ausbildungsstätte weltführend. Das ist jetzt nicht groß schnauzig, was ich hier sage, aber wir sind seit 40 Jahren Tag und Nacht dabei, das zu studieren. Das ist eine Zao-Physik, eine Zao-Wissenschaft, die wir hier seit Jahrzehnten praktiziert haben und mitgelebt sind. Wir wissen, wovon wir sprechen. Ihr könnt jede andere Ausbildungsstätte auf der Welt bevorzugen. Das ist euch frei überlassen. Wir sind keine Sekte, die hier Anhänger bewirbt. Wir können nur sagen, dass mit gutem Gewissen, wir haben die Erfahrung seit Jahrzehnten in hunderttausenden Lektionen erworben. Wir können diese Vereinfachung heute mit euch durchgehen. Wir können euch eindocken, wir können euch einschulen, wir können eben diese Sprache lernen miteinander und dieses Werk miteinander vorantreiben. Und wir werden es tun, so gut wir es können. Jetzt würde ich gerne einfach einen Moment, nur ein paar Sekunden, ganz still sein und dann will ich beten. Und dieses Bekenntnis, jeder, der jetzt hier steht, einfach vor Gott beschließen, versiegeln und erwarten, dass daraus eine Dienstgemeinschaft entsteht, die in Richtung XXL miteinander unterwegs ist. Okay? Gut. Himmlischer Vater, wir erkennen hier hochheilige Dinge. Wir wissen aber, wovon wir jetzt gesprochen haben. Und wir wissen, dass du es vermagst. Wir geben dir die Ehre. Du hast gesagt, dass wir Menschen für dich geschaffen sind, hinein in dich, um in die göttliche Vollendung zu kommen als Organismus Gottes. Und so bekennen wir alle hier, die hier stehen, wir sind der Leib des vollkommenen Hauptes, des vollkommenen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir sind an deinem wahren Sein angedockt. Wir streiten uns nicht um Namen, wir haben keine Theologien, die wir einander um die Köpfe werfen. Wir haben nur dich und deine Wirkung und dein Leben, deinen göttlichen Frieden, das Gesetz des Geistes des Lebens über allem und jedem. Und wir folgen dir, wir verbinden uns hier verbindlich, dir zu folgen, diesem Gesetz des Geistes des Lebens und bezeugen hiermit alle, die hier auf den Beinen stehen. Dir verpflichten wir uns, himmlischer Führer, himmlischer Leiter, der du Kopf und Haupt deiner Menschheit, der ganzen Schöpfung, des ganzen Kosmos bist. Wir verpflichten uns gegenüber deinem Gesetz des Lebens, deinen Wirkungen des Lebens. Wir verpflichten uns deinen Führungen, deinen Wirksamkeiten, deinem göttlichen Frieden, wo immer er sich lagert, über welchem Thema, über welchem Wort, jedem Gedanken, jedem Gefühl, da gehen wir mit. Und wo du dich enthebst, wo du dich zurückziehst und es runterzieht in unseren Herzen, da bleiben wir stehen. Da bleiben wir stehen, bis du wieder in die Wirklichkeit zurückführst, wo es wieder hochgeht. Wir weihen uns dir als verbindlicher Organismus. Hier ist dein Leib, hier ist dein Körper. Es ist deine Aufgabe, Vater im Himmel, deinen Körper zu leben, so wie du uns in deinem Bilde geschaffen hast. Und unsere Aufgabe ist, als Menschen unseren Körper zu leben, zu sagen, wir lebe uns. Wir sind du, du bist wir. Wir haben erkannt, Herr, dass wir aus dir entstammen, dass wir deine Kinder sind, deine Verlängerung, dein Körper,
dein Auswuchs. So auf erscheine in diesem Körper. Ich weihe in dir, wir weihen uns gemeinschaftlich. Ich weihe diesen Körper. Komm, o Geist des Herrn, und belebe uns. Komm in unseren Geist, übernimm unseren Geist, übernimm unsere Seele, übernimm unseren Leib. Beginne in uns aufzuerscheinen und dich verständlich zu machen, dass wir dein Leben kennenlernen. Alle Neuen, sie lernen das Gesetz des Geistes des Lebens kennen. Befähige die OCGR, die sie geleiten und hirten, dass sie ihnen diese Berührung schenken können, dass sie mit diesem Gesetz des Lebens mitfließen können, dass sie zum Strom werden mit uns. Versiegle dieses Werk, tue das Werk, und so schafft Gott selber in dir, was ihm wohlgefällig ist. Er segnet dich und er behütet dich. Er lässt dir sein Angesicht leuchten und begnadigt dich. Er hebt sein Angesicht auf dich und legt dir Frieden. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Amen. Amen.